Nach dem Schnitt begrüße ich euch wieder zu einer neuen Folge hier von Minecraft Hexibert. Huch. Bin ich da weggespawnt. War doch gar kein Enderman. So, da haben wir ein Schaf, glaube ich. Und da haben wir ein Schaf. Also wir können uns demnächst dann wohl auch Betten machen. Da ist noch ein Schaf, wenn ich das so richtig sehe. So, na kommt hierher, habe ich euch Türen, Treppen zu den Türen gebaut. Geht doch da rein ins Haus. Jetzt aber, die sind auch zu blöd. Da ist doch eine Tür. Ja, ich muss dann irgendwann, ja, der hat's gerafft. Wunderbar, der ist drin. So, und du kannst auch sicher irgendwo hin, wo eine Tür ist, oder? Ja, der hat's jetzt auch gerafft. Das, der Zombie, das... Ganz so blöd sind sie dann ja doch nicht. Da habe ich euch auch ein paar Zugänge gemacht. Also, ihr könnt euch jetzt schon besser verstecken als vorher. Ja, was mache ich als nächstes? Es ist wieder... Ich muss wieder... ein paar... Löffel bauen, oder wie man sagt hier... ein paar Schaufeln. Machen wir gleich mal ein paar mehr, die wir dann verbraten werden. Und ich glaube, dann beim nächsten Mal kann man dann schon Steinschaufel nehmen. Da werde ich nämlich dahin, wo ich da abgegraben habe, mal so ein bisschen. Das heißt, ich könnte jetzt auch schon Steinschaufel nehmen hier. Ich habe doch schon Pflastersteine. Das habe ich jetzt ganz übersehen. Koppelzahn, wie ich sage. Es heißt ja jetzt auch nicht mehr Pflasterstan. Oh, das war jetzt ein bisschen viel. Aber ist egal, wir müssen ja jetzt sehr viel Erde abbauen die nächsten Tage. Demzufolge auch die nächsten Folgen. Ja, auch da ist ja richtig was los da hinten. Sind ja haufenweise von Monstern da. Haufenweise Monster. Ich werde mir das hier von hier oben schön angucken. Die treiben die da in den Wald rein oder was? Naja, da sind sie wenigstens aus dem Sinn. Würde ich jetzt schlafen können, wird es ja auch noch aufhören zu riechen. Aber ich denke mal, das hört sowieso auf zu riechen. Irgendwann mal. Ist natürlich anders. Aha, da ein Skelett. Ist natürlich andererseits auch blöd, weil die jetzt dann nicht verbrennen, wenn es regnet, ne? Du Schwein bist auch mal meins irgendwann. Im Moment lasse ich dich noch leben. Oder ich bleibe sowieso beim vegetarischen Ernährungsprofil hier. So. Da ist noch ein Skelett. Ja, ich warte hier, bis es aufhört zu regnen. Ich werde jetzt vielleicht noch ein bisschen auf Zeitraffer vorspulen. Mal sehen. Ja, ich kann vielleicht noch so ein bisschen was erzählen zu den Häusern, die ich hier machen werde. Mir wurde ja auch schon mal gesagt, im normalen Minecraft Let's Play war doch mal ein Hochhaus. Und da denke ich mir jetzt so, warum soll man hier nicht so moderne, große Stadt mit Hochhäusern hinsetzen für die Monster, damit sie sich für die NPCs, damit sie sich schön vermehren. Und damit wir nachher dann auch unsere Eisengolems bekommen. Eisengolems, das ist ja eine feine Sache. Die helfen uns ja auch so ein bisschen. Ja, wo baue ich das erste Haus hin? Das große, das könnte man natürlich dann dahin bauen, wo ich schon... Das sollte eigentlich in der Mitte vom Dorf irgendwo sein, ne? Aber das wird natürlich ein großes Haus werden, also vielleicht mit mehreren Räumen.
Würde ich mal sagen. 3x3 Meter. Dann soll ja auch noch die Treppe dahin. 3x6 Meter. 6 Meter. Da müssen wir also 9x9x9 Meter machen. Dann hätten wir in den Ecken jeweils Räume. Könnten an einer Ecke eine Treppe machen, hätten dann da vielleicht auch die Möglichkeit, Sitzbänke hin oder was weiß ich, irgendwie sowas. Oder wir lassen die Ecken frei. Na, das ist dann auch blöd. Ne, wir müssen in den Räumen die Räume in die Ecken machen. Wir machen sie halt ein bisschen nicht 3x3, sondern vielleicht 3x4, dann kann man das auch, oder 3x5. Muss man mal sehen. Vielleicht ein 3x3 und den Rest dann 3x6. Und da, wo das eine dann noch hinkäme, da würde dann vielleicht, Moment, muss ich das mal hier, 3, 6, 6, 6, 3. Und da könnte das Treppenhaus hin, ja, so ungefähr. Zombie. Ja, das Schöne, man kann genau sehen, wie fit die noch sind. Wenn man sie denn anvisieren kann hier. Aber das funktioniert ja ganz gut. So, du bist schon 20 noch kräftig, du auch. Wunderbar. So, jetzt geht's wieder los mit der Sonne. Aber die Monster sterben natürlich jetzt nicht so ohne weiteres. Dann müssen wir gleich doch mal. So, wo die Skelette geblieben, die ich gesehen habe, die sind wieder despawned, oder? Ja, ich denke mal, da muss ich mal ein bisschen eingreifen. Ja, ich bin zwar auch noch nicht. Die Leute sagen mir ja, es ist Tag, sie gehen schon raus. Also man sieht auch, wie viel sie verlieren. Das ist sehr schön. Oder 20. Wer ist denn da reingegangen? Hallo. Hast du den Arm gekillt, den Burschen, oder was? Na? Ich hoffe doch nicht. So, haben wir sonst irgendwo noch Monster? Ich glaube, ich sollte mal. Ach, hier schneit's. Nee. Warum das denn? So, wie war das hier? Die muss ich killen, damit ich hier was bekomme, ne? Weil ich ja noch keine Schere habe. So, da sind noch, da ist noch ein Schaf. Was ist hier? Eieiei, Vorsicht. So. Noch eins. Und du noch, dann kann ich mir nämlich ein Bett machen. Hey, da muss man viel tauchen hier. Hopsa. So, wie viel Holz habe ich denn noch? Also dieser Sumpf hier ist wirklich eine Katastrophe. Lauter Schlachlöcher hier. Ja, naja, so hoch wie das Ding könnte natürlich auch dann das Haus sein. Das ist wahr. So, jetzt also. Jetzt habe ich also drei von den Dingern da. Kann ich mich hinlegen, wenn ich noch ein bisschen Holz farme.
Das geht ja hier zum Glück relativ schnell. Mit diesem Tree Mod, Tree Capitators Mod. Oh, gleich ein Apfel dabei. So, dann bauen wir uns doch gleich mal ein Bett. Und deswegen kann ich mich eigentlich jetzt bei Regen auch hinlegen, oder war das nur bei Gewitter? Nee, nur bei Gewitter. Okay, dann müssen wir halt hier mal abwarten, dass es aufhört zu regnen. Jetzt, ach, da ist ja noch eins da, das ist schön. Da ist ja noch eins da. Wo hatte ich denn jetzt abgebaut? Das war doch hier, oder? Ja, sicher war das hier. Nehmen wir gleich mal den Stein. Steinschaufel, das geht ja schneller. Da habe ich vorher nicht dran gedacht, dass ich ja schon Stein hatte. So. Dann können wir hier nämlich ein paar Stacks gleich mal abfahren. Ja, das ist das neue Projekt. Das ist natürlich jetzt auch erstmal nur Farmerei, aber das ist ja halt so. Vielleicht mache ich ja noch ein bisschen Zeitraffer zwischendurch jetzt mal, wenn ich keine Lust habe, was zu erzählen. Und dann kann ich auch ein bisschen mehr in die Folge packen. Ah, Kohle. Lapis, da seht ihr, also es gibt also diese ganzen Gesteine auch weiter oben. Kohle ist, da kann ich mir gleich mal ein paar Fackeln mehr machen. Geht das auch mit dem Holz abzubauen? Ja, natürlich. So, das sollte erstmal reichen. Das kann man ja gleich sozusagen dann als Ebene hier für die Gebäude nehmen, die wir bauen möchten. Ja, wir müssen noch eins runter. So, hier kommt dann noch so eine Basis drauf, irgendwie aus Steinen oder Fundament oder die Wege kommen dahin, was weiß ich, irgendwie sowas. Das machen wir noch alles ein hier. Aber erstmal müssen wir diesen blöden Sumpf da trockenlegen. Skelett gehört. Wenn euch das jetzt wieder ein bisschen langweilig vorkommt hier im Moment, so ist halt Minecraft. Ne? Minecraft ist halt zeitweise ein relativ langweiliges Spiel, aber hier ist ja nur mit dem Modpack dann doch vielleicht ein bisschen mehr Spannung als sonst. Hat's oft gehört. Es hat oft gehört. Die Sonne geht gleich wieder runter.
So, wie viele Stacks habe ich denn da jetzt? Naja. Es könnten mehr sein. Gleich mal hier wieder abkloppen. So, dann werden wir mal jetzt kurz vor Sonnenuntergang. Ah, ich möchte doch die da noch mitnehmen hier. Und die da auch noch. Hier ist auch noch Eisen drunter, weil Eis drunter. So. Hier diese Kohle bitte noch mitnehmen. So. Und dann, ach, wir legen uns gleich mal hin. Oben in die Kirche. Gucken wir mal, wie das jetzt klappt mit dem Überspringen der Nacht. So, komm, es wird dunkel. Kann ich das Bett, kann ich doch hier hinpacken, oder? Ja. So, also im Let's Play normal hätte ich jetzt geschnitten. Aber das ersparen wir uns. Dafür gucken wir mal raus, ob vielleicht irgendwas gespawnt ist. Nein, ist nicht. Gut. Dann machen wir hier mal weiter. Schön alles zu kleistern hier. Da können dann natürlich auch die Monster schön rumlaufen. Aber wenn wir den NPCs ihre Häuser schön reparieren, dass sie also auch reinkommen, ich glaube, dann sollte das alles kein Problem sein. So, da hatte ich ja schon. So, jetzt mache ich euch hier schöne Wege hin. Na? Ich hoffe, ihr wisst das zu schätzen. Machen wir mal ringsrum um die Häuser. Alles schön hier. Dass sie schnell von einem zum anderen kommen können. Dass sie sich auch... Na, da war schon wieder so ein... Pflanze hier, die lassen wir aber erstmal in Ruhe. So, hier geht's dann weiter. So, wie spät haben wir es? 1 Uhr nachts jetzt übrigens, heute am 13.02. Das ist ein Sonnabend, ne? 13.02. Und diese Folge wird dann also am 20. erscheinen. Oh, Entschuldigung. Du musst mir auch nicht dann da dazwischen rumlaufen, ja? So, was möchte ich bauen? Ich werde also die Häuser aus Holz und aus gebranntem. Da brauchen wir dann natürlich entsprechend viel Kohle.
aus gebranntem, na, wie sagt man, Kalkstein machen. So. Denn, oder Marmor ist das, nicht Kalkstein, Marmor. Sagt er zumindestens. Na, da haben wir doch ganz schön was abgeerntet. Hier, wie viel haben wir noch? Oh, wir haben noch 2 Stacks. Wunderbar. So, jetzt kommen wir hier schon wieder hin. Und die Leute freuen sich schon hier über die schöne Fläche, die ich ihnen hier baue. Dürfen wir natürlich nicht hier runtergraben, weil hier ja nun doch Wasser drunter ist. Ja, das hatte ich ja da eben auch schon gemerkt bei der Kirche, dass ich da vorhin was gebaut habe. So, jetzt gucken wir mal nach den Türen. Also hier habe ich eine Treppe hingemacht. Was habt ihr hier? Habt ihr da eine Treppe? Ja, hier ist eine Treppe. Hier könnte man noch eine Treppe machen. Upsa. So. War das eben ein Pfeil? Hat wahrscheinlich irgendein Skelett da vergessen. So, dann mache ich dir hier auch noch eine Treppe hin. Wenn du jetzt mal da zur Seite gehen würdest, bitte. So, dann müssen wir natürlich auch noch... Ups, so rum ist besser. Dann müssen wir dann natürlich auch Türen haben. Da haben wir Tür. Hier mache ich noch was rein. Ja, die ganzen Kieswege sind ja irgendwie abgerutscht. Ins Wasser unten rein wahrscheinlich. Wahrscheinlich liegt hier drunter alles voll Kies. So, da werde ich mal ein paar Türen für die Jungs machen. So, ja, die Inventare und alles wird natürlich tierisch voll hier. Bei diesen Mods. Das ist klar. Türen, ne? So, hier geht das noch. Hier gibt es nur noch eine Tür. Ja, jetzt beim neuen Minecraft gibt es hier 3. Also 2 Türen weiß ich. 3 Türen mache ich mal. So. Dann schauen wir mal, wo wir denn hier noch Türen hinsetzen müssen. Das war, glaube ich, hier vorne. Ne, hier waren schon Türen. Da fehlt noch eine Treppe sogar. Die Tür sitzt auch verkehrt hier. Die Tür muss ja da sitzen. So ist besser. Wer hat denn da bei euch gebaut, Freunde? So, das ist einmal hier. Einmal hier. So, wie ist das hier mit den anderen Häusern? Gucken wir hier mal rum. Ob wir hier ist überhaupt keine Tür. Doch, da es wäre eine Tür. Genau, dann bauen wir da auch mal eine rein. So, da haben wir schon die Türen. Fertig. Dann werde ich hier gleich mal... Da hinten war doch noch irgendwo was auf dem Berg, ne? Machen wir hier erstmal dicht. Soweit es geht.
wird es schon wieder dunkel, ne. Aber es dauert nicht mehr lange. Aber es ist ja jetzt so, wenn ich hier nachts schlafe, dann ist das ja sowieso wurscht. Eigentlich. So, hier waren noch Häuser. Hier kommt ihr im Prinzip ja rein. Hey, das ist doch ein schönes Haus. Das ist mal ordentlich gebaut hier mit schöner Treppe. Richtig schöner Treppe. Denn hier geht es ja immer noch weiter. Und ihr kommt hier nicht raus, ne? Weil man euch hier den Weg irgendwie so blöd gebaut hat. Das ändern wir natürlich sofort. So, wie sieht's hier aus? Da hinten ist so ein komischer Brunnen oder was? Gut, dann wollen wir hier mal ein bisschen abholzen. Wenn ich dann mal so eine Diamantaxt habe oder was, dann mache ich natürlich eine Holzfarm. Da hat sich die sich gewaschen hat. Werde ich euch da mal zeigen. Kommt in einer der nächsten Folgen irgendwann. So, da gehe ich mal wieder schön zurück in meine Kirche. Was ist denn hier unten? Gar nichts. Da war nur so ein Schatten. Ja, genau, jetzt habe ich schon so viel ausgefüllt und da, wo ich lang laufe. Na, da kann man doch schon viel besser laufen, gell? Was sagst du dazu? So, da ist der Turm. Dann lege ich mich mal hin.